Ja, okay. Gehen wir zur nächsten Quest. Worauf warten? Das war der Feuermagier. Und jetzt kommt Race Against Time. Okay, es gibt keine Zeitbegrenzung in diesem Level, wobei es da so steht. Ein Führer hat euch in ein unterirdisches Labyrinth geführt, von dem behauptet wird, dass sich dort ein großes Geheimnis verbirgt. Er hat euch durch viele dunkle Korridore geführt und endlich findet ihr euch in einem Raum mit drei Türen wieder. Plötzlich macht euer Führer die Fackel aus und in der Dunkelheit hört ihr ihn lachen. Auf Wiedersehen, meine Helden, lacht er, als er flüchtet. Ihr realisiert, zu eurem Schrecken stellt ihr fest, dass dies eine Falle ist, natürlich. Ihr müsst entkommen. Zurück zu der Treppe. Oder ihr werdet in der Dunkelheit vergehen, in diesem dunklen, vergessenen Loch. Ja, wieder mal wurden wir anscheinend in die Irre geführt. Unsere tapfere Truppe ist nicht sehr schlau, aber wenigstens haben wir unsere ganze Ausrüstung noch. Da sage ich dann, yo, okay. Da-da! So, wie ist es hier mit... Nee. Wand of Magic ist, weiterhin verschollen. Ich dachte, vielleicht taucht das noch auf, aber nö. Okay, dann, drei Türen haben wir. Ich suche nach Schätzen. Finde Heroic Brew. Und finde Gold. Immerhin. Und ich finde drei Orks. Hinter dieser Tür. Hinter Tür Nummer 1 verbergen sich drei Orks. Oder nur noch einer. Ah, der wird natürlich beseitigt. Irgendwann. Fallen gibt es hier nicht. Geheime Türen gibt es hier nicht. Okay, dann gehen wir hier in diesen Raum. Ah, zwei Goblins. Und ein Ork. Diagonaler Angriff mit unserem Stab. Bonk. Hat nicht so viel gebracht. Battleaxe haut alles weg. Kann ich von hier aus schießen? Nö, kann ich von hier aus schießen? Nein. Von hier aus? Auch nicht. Okay, dann muss ich mich. Aber von da aus kann man schießen. Und er verwundet noch nicht mal. Danke, Elf. Das kenne ich besser von euresgleichen. Sehr entspannte Musik dafür, dass wir hier eigentlich gefangen sind. Gold. Und ein wanderndes Monster, wieder Fimire. Hat überlebt. Meine Güte, läuft er immer weit. Diagonalen Angriff mit dem Stab. Töte ihn. Nein. Mein Gott, der Fimir überlebt ja alles hier. Hey, Moment mal, ich muss ihm die Battleaxe erst anlegen. Okay, kein Wunder, dass unser Zwerg nicht trifft. Jetzt wird er auch noch verwundet dafür, als Bestrafung. So, aber jetzt kommt die Rache des Zwergs. Ah, noch mehr Orks. Also es war wirklich eine Falle. Allerdings keine, die zugeschnappt ist, sondern einfach nur so ja, passiert ist. Oder wo wir dann quasi die Gegner finden müssen. Hazard. Nothing. Das war wohl ein Satz mit X. Okay, raus hier. Wo ist unser Führer, der uns hier betrogen hat? Old Scratch geht voran. John hinterher. Malachi. Schauen wir mal. Oh, ein Ork. Zumindest hier an der Seite. Keine Falle im Weg. Gut, hau ich ihn weg. John, guck du mal nach Fallen, aber wir finden keine. Na gut, würde ich sagen, gehen wir durch diese Tür. Ja? Ogre ist ja jetzt der bestverteidigste Typ. Und ein Chaoskrieger mit drei Lebenspunkten und vier Angriffs- und Verteidigungswürfeln. Ein Schadenspunkt. Ja, und vier Schadenspunkte. Wow, das hat ihn auf jeden Fall platt gemacht.
Sauber. Mr. Diagonalattacke tötet sogar einen Goblin. Schön. Dann schauen wir nochmal nach Schätzen. Oder erstmal Falle. Oh. Do. Ein Error in Action Number 1 auf Mouse Event for Left Released Object Door. Instance Create Unknown Variable X. Ja, sowas kann irgendwann mal passieren. Ich glaube, ich habe falsch geklickt oder sowas und ich versuche mal, es zu ignorieren. Mal sehen, was passiert. Hm. Okay, es geht weiter. Ich hoffe, das verursacht kein Problem groß. Ich suche nach Schätzen und finde Potion of Healing. Okay. Suche nach Schätzen und finde wanderndes Monster. Okay, das sind so Fehler, die man anscheinend ignorieren kann. Aber es war schon eine gefährliche Situation jetzt gerade. Oh, zwei Fimire. Fimirs! Ich bin ein Fimir, du bist ein Fimir, wir alle sind Fimir. Wohin läufst du? Okay. Ist immer interessant, wo er dann hinlaufen möchte. Suchen wir nach Fallen. Es gibt keine. Gibt es geheime Türen? Nein. Gibt es Schätze hier? Potion of Healing. Warte mal, Enturn. Suche nach Schätzen. Wanderndes Monster, noch ein Fimir. Ist nicht gestorben. Diagonale Attacke. Ah, hat nichts gebracht, ist ja nur ein Wurf, aber trotzdem. Hätte was werden können. Malachi Crossbowman muss wieder ran. Um den Tag zu retten. Für die monsterfindenden Idioten. Ist nicht die Deppenbande, es ist mehr die Idiotenbande. So, Falle gibt es hier nicht. Das ist schon mal gut. Geheime Türen gibt es aber auch nicht. Ist ein sehr unspektakulärer Raum bisher. Ich finde ein bisschen Gold. Und eine Potion of Strength. Okay, Malachi, such auch mal. Findet Potion of Healing. Sehr gut. Die kann ich immer brauchen. So, alle machen sich bereit. Was ist das hier für ein Fass? Oder eine Vase? Scheint nur Deku. Deku? Der Deku-Baum? Der Raum sieht doch verdächtig aus. Aber es ist auch keine Falle hier. Geheime Türen gibt es auch nicht. Ein wanderndes Monster ist ein Schatz. Knall ihn ab, Malachi! Hau ihn platt, Zauberer! Auch nichts. Na gut, dann müssen wir die zwei Treffer wohl mal einstecken. So. Und wer sucht nach Schätzen? Oh, und findet an derselben Stelle wieder ein Monster. Meine Güte, könnt ihr nicht aufpassen? So, kannst du von hier aus schießen? Ne, von da aus. Aber bringt auch nichts. Diesmal wenigstens verteidigt. Borins Rüstung leistet uns gute Dienste. Okay, gehen wir weiter. Ein unerfreulicher Raum. Zwei Orks. Einer hat überlebt. Okay, dann mache ich mal Diagonalattacke. Bringt aber nichts. Kann ich den abschießen? Den schieße ich jetzt ab. Oh, oh. Okay, wenigstens kann er nicht erreicht werden, weil die Truhen im Weg sind. Und Ogre könnte eine Heilung vertragen. Ja, jetzt kann ich wieder nicht... Ah, hier kann ich schießen. Ach, von einer anderen Stelle aus. Okay, Ogre wird geheilt mit dem Steinzauber. Kann er diesen Ork töten? Nein! Was ist da los? Schlaft ihr alle oder was? Und er kriegt wieder Schaden ab. Töte ihn jetzt! Endlich! Er hat bloß einen Lebenspunkt, das kann so schwer nicht sein. So, jetzt geht's. Zack, zack. Okay. Suchen wir nach Fallen. Keine Fallen. Geheime Türen. Ah, da ist direkt eine geheime Tür. Wollen wir erstmal Schätze suchen. 100 Goldmünzen sind in den Truhen oder in beiden, also 200 insgesamt dann. Und auch ein Gem, also noch mehr Geld. Was ist hier hinter? Ein Chaoskrieger. Wer sonst? Na, hat schon zwei Lebenspunkte verloren. Ich kann ihn nicht abschießen.
Diagonaler Angriff. Hey, wow. Er hat sogar unser Magier John hat im Nahkampf einen Chaoskrieger beseitigt. Das nenne ich cool. Keine weiteren geheimen Türen, bloß eine Truhe. Okay, es war Gift drin und das Elixier des Lebens. Das ist das, was man hier finden kann. The Elixir of Life. Das ist ein Gegenstand, der uns quasi... This small bottle of pearly liquid will bring a dead hero back to life. Also dann, wenn einer stirbt und diesen Trank hat, ich glaube, so funktioniert das. Könnte auch sein, dass es bei jedem funktioniert. Muss bloß irgendwie jemand haben. Aber ich glaube, derjenige, der es dann trägt, der wird dann sofort wieder belebt. Und da bekommt alle Punkte wieder, alle Lebenspunkte und alle... Ja. Mind Points. Okay, und das ist dann der Spezialgegenstand, den man hier finden kann. Okay, dann sind wir hier durch diese Räume jetzt... Sind wir damit fertig. Und wir sollten Ogre trotzdem wieder heilen, weil er ist schon wieder angeschlagen. Water of Healing. Und ich kann nicht nochmal zaubern, also auch unser Elf hat nicht diese Wand of Magic bekommen. Ich suche immer noch danach, es ist immer noch so eine Sache. Ich meine, das Spiel ist ziemlich simpel programmiert eigentlich und man kann diesen Gegenstand quasi, könnte ich so machen, dass ich die das File, wo das abgespeichert ist, bearbeite und mir diesen Gegenstand quasi so zuschustere, indem ich ein bisschen damit Item Numbers und sowas hantiere. Aber da ich das Ding sowieso nicht brauche und mir nicht zerschießen möchte jetzt an der Stelle jetzt auch nicht, weil das ein bisschen fummelig ist. Ich hatte das einmal gemacht für Cloak of Protection, weil das ist ein Gegenstand, den man definitiv braucht, würde ich sagen, für unseren Zauberer, damit er wenigstens etwas Verteidigung hat. Da habe ich das dann mal gemacht, da weiß ich das, dass man das machen kann. Man kann so ein bisschen cheaten im Grunde genommen, wenn man so will, und sich Gegenstände zuschustern dann nochmal. Aber ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Nicht für diesen Gegenstand, den brauche ich nicht unbedingt. So, sind hier Fallen? Nö. Okay, dann geht weiter. Geht weiter, Manor. Wenn auch nur ein paar Schritte. Aber er geht weiter. Ja, mit Plattenrüstung wäre ich noch langsamer. Keine Fallen hier. Du. Da, da. Da, da. Da, da. Was ist hinter der Ecke? Ah, ein Ork. Guten Tag, Herr Ork. Bitte sterben Sie. Au. Nein, du sollst mich nicht verletzen, du sollst sterben. Das ist die falsche Reihenfolge. So ist richtig. Okay. Versuchen wir es dann mal in diesen Räumlichkeiten. Goblins. Viele, viele Goblins. Keine Falle bisher. Gut. Leider erreiche ich hier keinen. Schieß! Töte! Ah, und der Zauber kommt auch nicht ganz hinterher. Als dass er eine diagonale Attacke gegen einen popeligen Goblin starten könnte. Aber die machen auch keinen Schaden. Stirb! Und das Setting... Wie alles aufgebaut ist auf diesem eigentlich immer gleichen Spielfeld, steht auch in den Handbuch, in den Questbooks von Hero Questern in der Anleitung. Oh, und da ist der Ausgang. Wir haben den Ausgang gefunden. Wir können hier raus. Aber noch nicht. Erstmal will ich hier noch ein bisschen erkunden. Hazard! Hazard! Meine Güte, was ist hier los? Gold. Wäre so toll, wenn ich Heiltränke kaufen könnte. Gold. Aber wir haben uns, wo auch immer der Führer abgeblieben ist, der uns in diese missliche Lage gebracht hat. Hier ist noch ein Ork. Und er ist jetzt auch tot. Gibt es Fallen hier? Nein. Hier noch Fallen? Nein.
Gibt es geheime Türen? Mal wieder? Nein. Gut. Nö. Gut, wir haben den Gegenstand, den es hier gibt. Und können jetzt zum Ausgang oder müssen schon gar nicht mehr hin eigentlich. Fallen sind hier nicht aufgebaut worden. Hätte ich mir fast schon denken können, so kurz vorm Ziel. Potion of Defense. Yeah. Und Hazard. Nee. Ich meine, unser guter Freund Malachi mit seinen 6 Lebenspunkten kann ja nochmal suchen. Hazard. Auch in diesem Raum kann er nochmal suchen. Wanderndes Monster. Nein. Okay, setzen wir Genie ein. Overkill. There's no kill like overkill. Aber ich glaube, dann sind wir auch durch. Wir haben den Gegenstand, den es hier gab. Das Elixier des Lebens. Ein einmalig benutzbarer Gegenstand. Aber ja. Das war das. Leaf Quest. Wir sind durch. Wir sind raus. Kein Accomplishment so gesehen, aber... Hey, wir sind wenigstens raus. Hoffentlich lernt ihr aus euren Fehlern. 817 Gold. Und 250 hat Ogre gefunden. Ja, das war ja in diesen 2 Truhen, die wir da gesehen haben. 1000 Goldstücke habe ich. Die Plattenrüstung wäre jetzt möglich. Ich meine, ich kann die ja kaufen, muss sie nur nicht anlegen. Oder? Ich kann sie ja dann im Kampf einfach, ich lege sie im Kampf an. Und wenn ich wieder mich bewegen will, dann lege ich sie wieder ab und lege wieder mein Kettenhemd an. Das wäre möglich. Ich kaufe das Ding jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wofür ich das sonst aufsparen sollte, weil Heiltränke kann ich leider nicht kaufen. Das ist ja das Dumme. Okay. Auf zur nächsten Quest. Quest 10. Castle of Mystery. Oh ja. Vor langer Zeit lebte ein Zauberer namens Olar und der entdeckte einen Eingang zu einer Goldmine. Mit seinen großartigen Kräften baute er ein magisches Schloss über der Mine, um sie zu schützen. Die niederen Räume der Burg haben magische Türen und werden von einer Bande von Monstern bewacht, welche hier im Laufe der Zeit eingesperrt worden sind. Da fragt man sich, wovon die sich ernährt haben. Wahrscheinlich von Butlerfleisch. Könnt ihr den Eingang zu der Goldmine finden? Viele haben es versucht, aber die Burg hat sie jedes Mal abgewehrt. Ja. Wir suchen jetzt einfach nach Gold. Ja, eine klassische Ich-such-Gold-Quest. Darf auch nicht fehlen. Und das ist ein besonderer Ort. Ich werde erstmal hier Plate Armor anlegen und damit hat Old Scratch jetzt auch 5 Verteidigungswürfel, genauso wie Ogre, nur allerdings kann er sich nur einen Würfel bewegen. Nein, hier läuft keiner weg, sonst kommen die nämlich nicht wieder. Dieser Ort ist nervig. Hazard, allein deswegen. Olas Ghost appears, chuckles madly and then disappears. Ja, zum Glück gibt es in diesem Level keine Problematik bezüglich, dass uns wandernde Monster angreifen, weil hier taucht anstelle eines wandernden Monsters, es gibt immer nur eine Sorte wandernde Monster in einem Level jeweils. Und hier ist es halt kein normaler Gegner, sondern Olas Geist, der wahnsinnig lacht und dann wieder verschwindet. Also müssen wir da keine Angst haben, aber der Dungeon ist anderweitig problematisch. So, wenn ich jetzt nämlich hier durch diese Tür gehe, in diesen Raum, werde ich spontan in einen wahllosen Raum teleportiert. Es gibt hier mehrere Räume, die einfach nur durch Teleportation zu erreichen sind. Und schicke meine Nahkämpfer vor. So, wenn ich jetzt nämlich mit Ogre in denselben Gang gehe, dann wird er wahrscheinlich ganz woanders hin teleportiert, hier in einen Raum mit 2 Orks. Und deshalb will ich meine Magier und meinen Elfen nicht gerne vorschicken, weil die sind nahkampfschwach. Und wenn die mit Chaoskriegern in Verbindung oder Kontakt kommen, dann hätten sie Probleme zu überleben, würde ich sagen. Deshalb lasse ich die hier im Eingangsbereich, bevor ich nicht hier alles geklärt habe. Mit meinen beiden Nahkämpfern. Autsch. Okay. Sprach er und bereute es. Und man kann einen Raum zwar betreten, aber nicht in derselben Runde wieder verlassen. So. Habe ich Heroic Brew oder sowas? Ich habe sehr viele Tränke hier. Ich nehme mal
Strength Potion, dann kriege ich auf jeden Fall die Mumie weg, würde ich mal sagen. Jawohl, die ist weg. Okay. Oh, Old Scratch. Oh, er hat nur noch einen Lebenspunkt. Wie ist das passiert? Oh, jetzt muss ich aber... Jetzt muss ich aber ranklotzen. Drei Lebenspunkte zurück. Okay, das reicht erstmal. Muss ich mal sehen. Das ist aber... Das war verdammt knapp jetzt gerade. Okay. Will ich den Raum nach Schätzen durchsuchen? Nee, erst wenn ich alle zusammen habe. Okay, Ogre. Wohin wirst du teleportiert? Hier in den Raum mit einer Mumie nur? Oder war das eine Supermumie, die ich da bekämpft habe? Das kann natürlich auch sein, ne? Gut. Die Plattenrüstung hält. Ja, ich dachte schon, wieso hat er so viele Lebenspunkte verloren, wobei er doch jetzt die Plattenrüstung anhat? Das ist doch voll doof. Warum durchsuche ich die Räume nicht? Da taucht ja sowieso bloß der Geist auf. Schlimmstenfalls, denke ich gerade. Also soll ich da eigentlich keine Angst haben müssen. So, und dann... Oh, ein Chaoskrieger. Ah, wenigstens einen Schadenspunkt gemacht. Such nach Schätzen, aber gut, wegen Hazard kann man das vielleicht lassen. Ich könnte durch Wände gehen, allerdings kann ich das... Dann bin ich in einem Raum eventuell, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Ah, das ist auch so eine Sache, da muss man aufpassen. Ja, wieder abgewehrt. Okay, vielleicht kommt Old Scratch hier hinterher. Ah, er ist jetzt in dem Raum mit den Orks gelandet. Und die beiden kloppen sich weiter mit ihren Waffen. Und der Chaoskrieger hat noch einen Lebenspunkt. Old Scratch, wohin wirst du teleportiert? Ah, wieder zurück zum Eingang, was sehr gut ist, weil jetzt kannst du geheilt werden. Ah, da hattest du Glück, Old Scratch, mein Freund. Ogre hatte jetzt nicht so viel Glück. Und der Chaoskrieger kann sich dahin bewegen. Er müsste eigentlich teleportiert werden. Wir werden das ja zumindest. Aber für die KI gilt das nicht. Hazard! Okay. Jetzt kommen wir in einen Raum mit drei Orks wieder. Keinen Schaden gemacht. Schlecht. Okay. Teleport wieder in den Raum. Ja, und ich kann den in derselben Runde nicht verlassen. Vielleicht sollte ich mal hier Heroic Brew einwerfen, wenn Ogre das hat. Dann kann er zwei Attacken in der Runde machen. Aber seine Verteidigung ist ja so gut, dass es eigentlich fast nicht, nötig ist. Defense Potion könnte er noch einwerfen, aber lass ich mal lieber. Ich hau einfach so drauf. So, einer ist tot. Old Scratch. Du gehst... Ah, ja, jetzt ist er auch im selben Raum gelandet. Kann nur leider... Doch, er kann angreifen. Er kann sich nur nicht bewegen. Weil er sich schon bewegt hat. Ja, und da kommt die Unterstützung. Ah, dieses Level ist ziemlich nervig. Es kann viel schief gehen eigentlich, potenziell. Potion of Defense. So, die Kamera will immer zurückfahren zu den anderen beiden, die einfach nur dumm dastehen. Und da ist der Geist und verschwindet wieder. Aber das will ich ja nicht. Ich will die ja gar nicht bewegen. Wir sind wieder im Eingangsbereich und Ogre könnte sich oder könnte geheilt werden. Wohin wirst du teleportiert? Ja, zurück zu dem ersten Ork-Raum. Und wir sind in einem Raum voll mit Goblins. Und da sehe ich einen Schatz. Da müssen wir hin. Das ist wohl was Wichtiges. Und da bin ich auch schon. This must be the entrance to Olor's Gold Cave oder was auch immer. Fallen suche ich. Ist keine da. Indes muss Old Scratch sich mit ein paar Goblins prügeln. Aber da sie bloß zwei Angriffswürfel haben und er fünf Verteidigungswürfel, ist das nicht so wild. Search for Treasures. Wir haben 5000 Goldmünzen bekommen. Wir können uns nicht verteidigen oder angreifen, während wir das Gold mit uns rumschleppen. Aber wir haben's. Olor's Gold. Your eyes light up as Olor's Gold glimmers. You look forward to spending this gold. Ja, wir freuen uns schon darauf, das ganze Gold ausgeben zu können. Jetzt muss ich bloß irgendwie auch wieder zurückkommen. Indes muss sich unser Zwerg kloppen. Und es gibt hier einen Gegenstand, den man noch bekommen kann, der zu diesem Level hier passt. Ah,
Aber das könnte ein bisschen happig werden. Ja, wir können die Quest jetzt eigentlich beenden, aber es gibt hier noch einen Gegenstand, den ich gerne nochmal zumindest finden möchte. Und da ist wieder Ollas Ghost, der wahnsinnig lacht. Warum lacht er so? Warum ist er so ein glücklicher Geist? Unser Zwerg erkundet weiter die Räume, die wir schon erkundet haben im Grunde. Bewegt sich nur ein Punkt. Es gibt hier nämlich noch einen Raum. Wir könnten wahrscheinlich noch mehr Gold nehmen. Ja. Aber eigentlich will ich das gar nicht mit mir schleppen, weil... Okay, als du das Gold wieder auf den Boden legst, verschwindet es auf magische Art vor deinen Augen. Ja, es ist nämlich so, dass dieses Gold, diese 5000 Gold, mit dem man sich genug Plattenrüstung kaufen könnte, 5 Stück mindestens, dass dieses Gold, man kann das am Ende der Quest nicht mitnehmen. Das ist verflucht. Ich glaube, das wird hier in diesem Spiel nicht erwähnt, aber in dem Questbook muss man den Spielern dann sagen, die denken, man hat 5000 Gold, in Wirklichkeit ist es aber nur verfluchtes Gold, welches man nicht mitnehmen kann. Also in die nächste Quest oder für irgendwas ausgeben kann. Das ist einfach Geistergeld. Meine Güte. Wo ist denn... Oh, hier ist ein Raum mit Zombies und einem Skelett. Oh nein, er kann nicht angreifen, weil das Gold ja noch da ist. Ich muss es mal ablegen. Ich meine, man kann sich das immer wiederholen, weil das endlos da ist. Aber es sind immer 5000, aber wie gesagt, das Gold ist wertlos. Aber jetzt kann ich die Quest schon nicht mehr beenden. Anscheinend muss wenigstens einer von meinen Charakteren das Gold bei sich tragen, damit der Trigger greift. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht kaputt gemacht dadurch. So. Dann ist der Raum auch geklärt. Trap. Ich glaube, es wird Zeit für einen Heiltrank. 1d6. Wir kriegen einen Lebenspunkt zurück. Das fasse ich ja nicht, wa? Okay. Zwerg, ich glaube, du bist dran und musst mal ein bisschen dein Glück versuchen. Okay, da sind die zwei Chaoskrieger. Zu denen wollte ich hin. Kannst du irgendwas einwerfen, Zwerg? Wie wäre es mit Defense Potion, um dich zu verteidigen? Weil du wirst jetzt gleich ordentlich angegriffen. Oha, 7 Verteidigungswürfel und 5. Okay, passt beides. Okay, dann werf nochmal Stärke ein. Strength Potions habe ich auch genug. Wow, und auch 6 Attacke-Würfel. Aber nur in dieser Runde. Aber das hat sich gelohnt. Jetzt auch diesen hier beseitigen. Wenn er dann soweit ist. Ah, ein Treffer hat er eingesteckt. Der alte Old Scratchy. Itchy und Scratchy. Und noch einen hat er ausgeteilt. Plattenrüstung rettet ihn. Macht ihn langsam, aber im Nahkampf ist das nicht so wild. Weil die Gegner sich meist nur ein Feld wegbewegen. So, und jetzt können wir die Quest verlassen. Vielleicht, weil kein Kampf mehr offen ist. Vielleicht ist es eher das. Suchen wir nach Schätzen. Und an dem Körper von einem der Chaoskrieger finden wir den Ring des Returns. Und das ist auch ein Gegenstand, ein spezieller, welches uns erlaubt, alle Helden will return all heroes that the Ringwearer can see to the starting point of a quest. It can only... Okay. Also alle Leute, die Old Scratch sehen kann, die sich quasi im selben Raum befinden wie er. Momentan ist es natürlich keiner. Werden zum Startpunkt zurückteleportiert, was hier natürlich praktisch wäre. Man kann natürlich auch so lange versuchen, da zum Treppe zu laufen, bis man dann wieder am Ziel ist. Hey, jetzt könnte ich den Ring benutzen und würde die beiden zumindest zum Startpunkt der Quest hierhin zurückteleportieren. Und dann wären sie alle da. Aber ich kann die Quest ja auch schon so verlassen. Insofern kann ich den Ring einfach behalten. Ja. Was ich noch tun könnte, denke ich gerade. Ich könnte ja, einfach um zu sehen, ob das irgendeinen Text gibt, nochmal Ollas Gold mitnehmen. Ich habe alle Räume durch, die es hier zu erkunden gibt. Alle Geisterräume des mysteriösen Castles. Mein Gott, John, du kannst auch mal rumlaufen jetzt. Oder mal Letchi. Ich glaube, wir haben wirklich alle Räume durch.
Und schon einer muss doch da reinkommen. Es ist alles zufällig, wer in welchen Raum reinfliegt. Ja. In alle Räume fliegen sie rein, nur nicht in diesen, doch jetzt. So, wir nehmen wieder Gold mit. Kann ich noch mehr Gold mit mir nehmen? You can't carry any more of all our gold. Na gut, einer reicht ja erstmal. Ja, und das wunderbare Gold, das, von dem wir nicht abwarten können, es auszugeben. Leave a quest. As you leave Orla's Magic Castle, you notice that the gold you found at the mine no longer shines brightly as it once did. Once you go out, oder was auch immer, realize that this... Dass das ganze Gold eigentlich nur aus Steinen besteht oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es wertlos. Ja. Dafür gibt es auch kein Accomplishment. Aber wir haben den Ring gefunden. Ja, ich habe den nie eingesetzt, aber es ist eine nette kleine Sache, die man noch hier so finden kann, die eigentlich auch nur für diesen Dungeon Sinn macht eigentlich. So, und wieder mal haben wir... Ja gut, okay, das Gold ist ja... Für Ollas Gold haben wir sowieso nicht bekommen. Die 5000. Und den Rest habe ich ja schon für eine Plattenrüstung ausgegeben. Also sind wir damit wieder durch. Und zu kaufen habe ich nichts. Was zu verkaufen? Nö. Die Frage wäre auch, wozu? Weil... Ist ja nicht so, dass ich Geldmangel hätte jetzt an dieser Stelle. Okay, das war die 10. Mission. Machen wir noch die 11. Mission? Machen wir gleich. Okay, bis gleich.